Ja, hallo liebe Freunde von Armins Techniktipps, meinem YouTube-Kanal. Ihr habt schon länger nichts mehr von mir gehört, das hat auch einen bestimmten Grund. Da will ich gleich darauf eingehen. Ich habe diesen Kanal eigentlich mehr oder weniger aus Spaß ins Leben gerufen. Auch mit dem Hintergrund, ein paar Informationen an den Mann zu bringen, hilfreiche Informationen im Technikbereich. Die Resonanz ist eher mäßig, ist natürlich schwierig bei so YouTube-Filmen oder YouTube-Kanälen. Da gibt es natürlich die professionellen Influencer, die entsprechende Erreichbarkeiten haben und entsprechende Follower. Auf das lege ich es eigentlich nicht an, aber ein bisschen will ich schon, ja, sage jetzt mal, dass meine Themen für viele, möglichst viele interessant sind. Ich habe jetzt ja einige Themen im Bereich Smart Home und PC und Voice over IP bzw. Telefonie beim PC gemacht. Jetzt ist hier Umfragezeit und zwar sollt ihr mir sagen, was wollt ihr in Zukunft sehen? Soll ich einen weiteren YouTube-Kanal aufmachen? Soll ich das Ganze splitten? Ich habe mehrere Themen, die nicht unbedingt immer mit Technik zu tun haben. Aber schreibt mir bitte unten in den Kommentaren rein, was wollt ihr künftig von mir haben? Was wollt ihr sehen? Ich habe hier mehrere Themen mal notiert. Das eine ist, was ich ja im letzten Video sogar schon ein bisschen angekündigt habe, nochmal ein Video über Voice over IP und zwar aber diesmal mit Telefonen als Hardware, also nicht über den Computer telefonieren, sondern über ein Voice over IP Telefon. Was gibt es da für Telefone, was gibt es da für Anbieter? Das wäre ein Thema und in dem Zuge meiner Technikreihe hätte ich hier auch noch eventuell was ich euch in einem Video zeigen möchte, und zwar mein Technik-Update im Bereich Smart Home. Hier hat sich serverseitig ein bisschen was verändert. Darüber hinaus, warum war ich lange nicht mehr online im Sommer? Vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ich bin leidenschaftlicher Camper. Gut, zu Corona-Zeiten ist jeder leidenschaftlicher Camper geworden irgendwie. Ich war schon vorher, ich hatte 6 Jahre lang einen Wohnwagen und habe mir jetzt einen Camper ausgebaut. Das wäre ein Thema, ein Bereich, wo es zwar auch schon Millionen Videos gibt, aber es geht mir eigentlich nicht um die Masse, sondern einfach um das Thema Campervan-Ausbau und Abenteuer damit. Wenn euch das interessiert, ich habe mir einen Mercedes Sprinter besorgt. Habe ihn selbst innerhalb von 2 Wochen im Sommer ausgebaut und mittlerweile ist er auch als Wohnmobil abgenommen. Ich bin aber noch nicht ganz fertig und ich würde euch auf die Reise mitnehmen, wie habe ich den Umbau gestaltet und was für Abenteuer erlebe ich mit diesem Camper. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr darüber was sehen wollt, aber das würde dann erst ab circa April im nächsten Jahr, also 2021, stattfinden, weil momentan ist er im Winterschlaf. Und da kommen wir auch schon fließend zum nächsten Thema. Durch diesen Campervan-Ausbau, der ja von mir selbst durchgeführt wurde, ergibt sich somit auch das Thema Heimwerken, Holzbauprojekte. Ich bin da nicht sehr bewandert, relativ großer Anfänger, mache auch viele Fehler, aber bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, richtiges Werkzeug in der richtigen Qualität und dann klappt das eine oder andere auch schon. Ich würde euch hier mitnehmen in meine kleine Werkstatt, ein kleiner Kellerraum, den ich Zug um Zug umbaue in eine Holzwerkstatt. Welche Geräte habe ich, was habe ich für Projekte schon umgesetzt, was steht bevor, und würde euch aber, das wäre limitiert, eher
mit Werkzeug und wie mache ich aus einer kleinen Werkstatt das Beste draus mitnehmen. Denn wie man dann irgendwelche Schubläden, Kästen oder sonstiges baut, gibt es millionenfach bei YouTube. Da kann ich eigentlich dann nur wiedergeben, was ich von anderen entsprechend schon gesehen habe. Könnte ich aber euch ein paar Tipps für wirklich gute Kanäle geben. Und das vierte Thema, falls es euch interessiert, wäre das nächste Kochen. Ich würde euch meine Kochskills vorstellen und meine Rezepte, die ich kochen kann. Unter dem Thema Platz ist in der kleinsten Küche. Ich habe wirklich nur eine kleine Schlauchküche, 2 Meter mal 4 Meter oder so. Und auch nichts Besonderes an Gerätschaften. Ich habe keinen Thermomix, gar nichts. Ich habe einen Topf, ich habe eine Pfanne, ich habe einen Pfannenwender und ein paar scharfe Messer. Und das war es dann weitgehend auch schon. Und damit kann man auch auf geringstem Raum die besten Sachen kochen. Das würde ich euch zeigen. Wie organisiere ich mich in einer kleinen Küche und meine Rezepte, die ich so im Laufe meines Single-Lebens gesammelt und von meinen Eltern oder von meiner Oma übernommen habe, auch entsprechend präsentieren. Wir würden ganz einfach miteinander kochen, völlig unvorbereitet, was passiert, passiert. Aber ich glaube, ich kann euch hier sehr gute Tipps, besonders für den Single-Mann oder die Single-Frau, geben. Also bitte, um das Ganze am Leben zu erhalten, um mir wieder frischen Aufwind zu geben, schreibt in die Kommentare, was wollt ihr hören, was wollt ihr für Videos haben. Gern auch mehrfach, wie gesagt, die Besten gewinnen. Ich werde das dann auswerten. Nochmal kurz zusammengefasst, was wollt ihr hören? Mehr Technik-Sachen, Voice-over-IP-Telefonie, Smart Home, Computer allgemein, Campervan, Ausbau und Abenteuer, Heimwerken in meiner kleinen Werkstatt, Holzbauprojekte und oder Kochen, meine Koch-Leidenschaft und Koch-Skills und die Rezepte dazu in meiner kleinen Küche. Schreibt mir und dann hört ihr bald wieder was von mir. Bis dann, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Armin.